Hey Leute, was geht? Paddel am Start. Guck mir gerade noch ein paar Sachen an, bin am Essen. Gibt heute Likör, bisschen Gemüsepack, Kartoffeln, Fischstäbchen. Nichts Weltbewegendes. Oh, haben wir schon seit. Zum Tag der Aufnahme gut 3 Wochen kein Video mehr hochgeladen. Hat verschiedene Ursachen, was für mich ein großes Problem ist. Zum einen ist das so ein bisschen die Zeit. Ne, man hat ja noch ein anderes Hobby, das man nachverfolgen will. Ist man noch am Arbeiten. Das finde ich zwischendurch echt schwierig. Das finde ich eben halt sehr schwierig. Alles vollgepackt hat, jetzt ist letzte Woche noch was neu zugekommen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Den ganzen Tag am Arbeiten. Was ich auch immer sehr schwierig finde, ist, wenn man halt in diesem Vlog-Bereich ist. Und wirklich so... sag mal, aus dem Leben filmen will, finde immer was Interessantes, weil immer irgendwo, du hast immer mal wieder ein Problem, hier darfst du vielleicht nicht filmen, dann das nächste ist vielleicht nicht interessant genug, dann möchtest du ja auch nebenher einfach Zeit für dich ohne Kamera vielleicht nochmal haben. Davon abgesehen, dass ich sowieso nicht viel mache, aber es sind solche Geschichten einfach, du musst immer dies gucken, darf ich jetzt nicht. Muss ich Zeit, ist das jetzt interessant? Habe ich da jetzt gerade selber überhaupt Bock drauf? Und würde mich das selber interessieren, wenn ich das aufnehme? Und oft, tja, und was jetzt noch neu dazugekommen ist, da spielt eine Zeit rein, was aber für mich beruflich geil ist. Aber jetzt ist noch dazugekommen, ich habe jetzt meinen Meister halt über Abendschule. Heißt immer Freitag, Samstag, gerade die Tage, wo ich ein bisschen mehr Zeit hätte, fallen dadurch ein bisschen wieder weg. Aber ich brauche die Zeit, dann gibt es dann immer noch Sachen, die man. Zeitlich werde ich ganz schön Probleme kriegen. Jetzt habe ich zum Beispiel. Ja, es ist noch ein altes Buch. Ich weiß aber auch noch, wie dick die Fachregeln sind und was da auf einen noch zukommt. Und das Buch hier, das wurde zwar auch vom entsprechenden Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ausgegeben, beruht damit auch auf den Fachregeln, aber es ist 2008, seitdem hat sich schon einiges wieder geändert.